Was ist Reibung und wovon hängt sie ab? Du erfährst es in diesem Video. Heute geht es um einen Stein. Naja, eigentlich um das Thema Reibung. Aber schauen wir uns das Ganze mal aus der Nähe an. Dies ist der graue Stein. Der graue Stein ist etwas Mysteriöses. Naja, eigentlich er besteht aus Quarzit. Das an sich ist noch nicht mysteriös, aber es ist das einzige Vorkommen von Quarzit. Und was hat dazu führt, wie kommt dieser Quarzitbrocken, wiegt immerhin so 8 bis 9 Tonnen, hier in den Wald? Ideen gibt es viele. Man hat unter anderem die Kelten in Verdacht. Die Kelten, ja, so 1000 vor Christus ging das los. Die waren eigentlich ganz pfiffige Kerlchen. Die hatten in Gräbern hat man Bronze und Eisen gefunden. Die haben schon Bergbau betrieben. Da waren die scharf auf das Salz und haben bis zu 200 Meter in den Berg gebuddelt. Nur mit Spitzhacke und Hammer. Also zuzutrauen wäre es denen. Und hier sind auch Hügelgräber von den Kelten hier im Wald. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das vielleicht sogar ein Opferstein war und dass die Kelten den sozusagen mit Muskelkraft hierher gebracht haben. Und naja, die waren halt schon technologisch irgendwie auf der Höhe. Die haben ja auch sich mit den Römern angelegt, so kann man Rom erobern. Wenn man bedenkt, dass dieser Stein hier ja fast 9 Tonnen wiegt, kann man, glaube ich, Drachen ausschließen. Also ich schaffe 2 Gießkannen, das sind 2 mal 10 Liter, also 20 Kilo. Dann bräuchte man 450 Leute, um diesen Stein zu tragen. Aber die Kelten, die haben ja auch schon Pferde genutzt. Also ich glaube eher Schieben oder Ziehen ist ein Thema. Wenn man tatsächlich den Kelten unterstellt, dass sie diesen Stein hier hierher gebracht haben. Und damit sind wir beim Thema Reibung. Und ja, Zeit ins Labor zu gehen und mal zu schauen, wovon hängt denn die Reibung ab? Was könnten gemacht worden sein, um die Reibung halt entsprechend zu reduzieren? Und man muss ja bedenken, das sind ja stolze, wenn ich das richtig gesehen habe, ist das nächste Quarzitvorkommen 25 Kilometer entfernt. Das heißt 25 Kilometer und wir sind hier auch noch auf einem Berg. Also das ist schon eine Riesenleistung, wenn das tatsächlich hier allein durch Muskelkraft hier hoch gebracht worden ist. Also dann ab ins Labor. Messen ist jetzt angesagt und naja, wenn ich das untersuchen möchte, muss ich messen, ist klar. Die erste Idee ist dafür Kraftmesser zu nehmen. Das Problem ist, ich möchte ja Reibung. Reibung heißt, ich muss das irgendwie über den Tisch ziehen. Und das heißt, es bewegt sich, dabei muss ich es ablesen, was schon mal schwierig wird. Und die zweite Geschichte ist, ich muss auch irgendwie richtig gleichmäßig ziehen, damit ich nicht irgendwelche Beschleunigungseffekte da reinbekomme. Deswegen glaube ich, dass das erstmal keine so tolle Idee. Stattdessen nutze ich dieses schöne Teil hier. Und ich habe hier, das hat gerade Piep gemacht, eine Waage stehen. Es wiegt 88 Gramm. Gut, ist jetzt deutlich leichter als der Stein, den wir sozusagen untersuchen. Aber wir sind ja in der Physik, da wir machen jetzt sozusagen Modellbildung. Das ist praktisch jetzt das Modell von dem Stein und der Vorteil ist, hier ist ein Kraftsensor eingebaut und was hier blinkt, das ist praktisch Bluetooth. Der kann, oder diese Bluetooth-Lampe, und der kann per Bluetooth seine Messwerte an eine App, so ungefähr sieht das dann aus, weitergeben und dann habe ich im Prinzip ja die Möglichkeit,
das sozusagen berührungslos zu messen. Jetzt habe ich sozusagen eine schöne Möglichkeit zu messen. Ich kann auch über die Zeit messen. Und dann habe ich ein bisschen gebastelt. Und zwar dieses schöne Teil hier. Was das macht, ist relativ einfach. Es zieht gleichmäßig. Um das nochmal so kurz zu zeigen. Hat natürlich den charmanten Vorteil, dass ich dann auf diese Art und Weise ja, meine Messung nicht durch irgendwelche Beschleunigungseffekte da zunichte mache. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon anfangen und überlegen, wie die Kelten vielleicht die Reibung vermindert Den haben. ersten Versuchsaufbau an. Ich habe hier meinen Stein an dem Seil und die erste Idee ist, die Kelten haben vielleicht Baumstämme verwendet. Gut, ich habe jetzt hier die ja, so runde ja, Metallstangen. Man muss natürlich dazu sagen, so ein Baumstamm, der ist nicht so exakt rund und auch dieser Stein hier, der hat natürlich hier unten eine schöne glatte Fläche. Das haben die ja. Der Stein, der graue Stein, der war ja alles andere als glatt. Aber wir gucken mal. Also, ich habe alles vorbereitet und dann würde ich sagen, Messung starten. Los geht's. Ja. Also, man hat gesehen, es ist etwas, was prinzipiell funktioniert. Wenn man sich das Ganze anguckt, sieht man als erstes diesen Peak. Das ist vermutlich die Trägheit, die überwunden werden musste, bis sich das sozusagen in Bewegung setzt. Ansonsten ist das ziemlich nahe der Null. Ich habe das jetzt mal hier so zusammen auf 25 Millinewton zusammen addiert. So ungefähr. Ja, man darf natürlich nicht vergessen, das war natürlich hier in dem Modell alles perfekt. Die waren perfekt rund und unten das Messgerät war ja glatt. Die Frage ist halt, wie weit man diese idealen Zustände auch zu Zeiten der Kelten herstellen kann. Aber prinzipiell ist das eigentlich eine gute Idee, diesen Stein auf diese Art und Weise zu bewegen. Schauen wir uns ein weiteres Experiment an. Wäre mit so einem Schlitten zu arbeiten. Kennt man ja nicht nur aus dem Winter. Schlittschuhe ist im Prinzip ähnliches Prinzip. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, man muss ein bisschen aufpassen, weil der ist ja eigentlich für weichen Untergrund gemacht, eigentlich Schnee erstmal, beziehungsweise Eis. Die Idee dahinter ist, zumindest steht das in vielen Büchern, dass wenn dieser Schlitten auf das Eis drückt oder auf den Schnee drückt, wird hier unten das Ganze sozusagen flüssig und der kann durch diesen, ja, dadurch, dass es hier flüssig wird, wird die Reibung reduziert, weil der ja nicht mehr auf dem Schnee, sondern auf dem Wasser fährt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist eine schöne Erklärung, aber die stimmt so nicht ganz. Kann man sich sehr einfach vorstellen, wenn ein Schlittschuhläufer irgendwo rumsteht, müsste der, wenn das stimmt, müsste ja unter seinen Füßen sozusagen das flüssig werden und der müsste im Eis einsinken. Macht er natürlich nicht. Aber es ist auch nicht völlig falsch. Es ist die Reibung, die tatsächlich dafür sorgt, dass, wenn sich das Ding bewegt, hier unten sich dieser Wasserfilm bildet. Weil der Druck alleine macht beim normalen Menschen, wenn man das ausrechnet, einen Bruchteil eines Grad Celsius aus. Aber die Reibung, die hat genügend Energie, um tatsächlich hier unter der Kurve das Eis flüssig zu machen und damit, ja, eine die Reibung zu reduzieren. Und zumindest bei den Schlittschuhen hat man das mal ein bisschen näher sich angeguckt.
Da ist der Faktor immerhin 1 zu 100. Das heißt, die Reibung im Stand, die ist sozusagen 100 Prozent. Und dann wäre davon die Reibung, wenn das Ding fährt, 1%. Also der Effekt ist tatsächlich riesig. Würde natürlich, wenn man das jetzt auf die Kelten überträgt, bedeuten, dass sie das Ding natürlich im Winter transportiert haben, da Schnee gelegen hat. Ansonsten nimmt man eigentlich noch Schlitten, wenn man, sagen wir mal, weichen Untergrund hat. Dann kann man im Prinzip auch mit so einem Schlitten arbeiten. Das ist im Prinzip mal eine ganz nette Idee. Der Vollständigkeit halber machen wir da mal auch eine Maison. Dazu habe ich allerdings jetzt ein Problem. Das passt hier nicht so ganz. Daher habe ich hier so ein Hilfsteil. Das lege ich hier drauf. Und jetzt habe ich hier wieder die Möglichkeit dran zu ziehen. Ja, das ein bisschen vorbereiten. So, und jetzt Messung starten. Und wenn man sich jetzt die Kraft auf den Schlitten anguckt, fällt einem wieder dieser Peak auf. Der hat natürlich einmal wieder die Trägheit, aber auch die sogenannte Haftreibung. Das heißt, man unterscheidet zwischen dem Haften am Anfang und dem Gleiten später. Das sind zwei verschiedene Reibungen, wobei wir uns bei diesen Experimenten auf die Gleitreibung konzentrieren, weil das ist ja eigentlich das, was für die Fragestellung der interessante Part ist. Jetzt ist es, wenn man mal guckt, Schlitten und das hohe Gewicht. Jetzt muss man das Ganze mal ein bisschen näher untersuchen und mal schauen, wovon denn eigentlich diese Gleitreibung abhängt. Und dazu muss man jetzt verschiedene Sachen mal variieren und das schauen wir uns jetzt an. Um das jetzt ein bisschen besser zu untersuchen, wir haben jetzt einfach mal so Rollen, Schlitten geguckt, aber wovon hängt denn jetzt eigentlich die Reibung ab? Und da ist es wichtig, dass man beim Experimentieren immer nur eine Sache ändert. Und daher habe ich hier einen Schlitten und man guckt, ich tue den gerade mal wiegen und er hat 35 Gramm. Jetzt habe ich noch einen Schlitten, der hat auch 35 Gramm. Und zwar habe ich das natürlich absichtlich gemacht, weil man beim Experimentieren dann natürlich immer nur eine Sache ändern soll. Und deswegen ist der jetzt hier dünner und der ist hier doppelt so dick, weil beides die gleiche Menge Plastik ist, aber der ist doppelte Grundfläche im Vergleich zu dem. Das sind 8x8 cm, das sind 8x16. Und dann habe ich das Ganze versucht nochmal aus Holz zu machen. Das ist natürlich leichter. Das sind nur 30 Gramm. Und hier habe ich das Ganze entsprechend mit doppelt so dick wieder, damit die beiden gleich schwer sind. Das hat jetzt den Vorteil, ich kann Plastik auf, was ist das eigentlich, die Schreibtischunterlage eben testen. Ich habe aber auch verschiedene Materialien da, die man einfach jetzt mal durchprobieren kann. Auf der kleine blaue Schlitten und gleich danach probieren wir den großen blauen Schlitten. Okay, los geht's. Einmal das, dann der zweite blaue Schlitten. So, jetzt, wenn man sich die Werte anguckt, wird es spannend. Gut, wir haben hier wieder unsere beiden Peaks von der Haftreibung bzw. der Trägheit am Anfang. Aber das Entscheidende ist, ich habe den kleinen Schlitten und den großen Schlitten vergleiche,
Das ist so ungefähr das Gleiche, wobei das so ein ganz klein bisschen mehr ist, wobei da die Frage tatsächlich ist, wie weit das von Bedeutung ist. Da muss man dann weitere Experimente dann machen. Aber das Entscheidende ist, wenn man das vorhin vergleicht mit den Kufen, die waren ja auch so 240 Millinewton, das könnten so 230, hier haben wir wieder 240 Millinewton. Das sieht alles so danach aus, als ob ja, die Fläche gar keine Rolle spielt, die Auflagefläche. Schauen wir uns das nochmal in einem weiteren Experiment an. Jetzt schauen wir uns Plastik auf Filz an. Dazu wieder den kleinen Schlitten und Messung starten, Stückchen ziehen und dann wechsle ich aus. Der kleine Schlitten kommt weg und der große Schlitten kommt hin und dann geht's weiter. Und wieder hat man gut hier am Anfang die bekannten Peaks von der ja, Haftreibung bzw. Trägheit. Ja, hier und hier, wenn ich das miteinander vergleiche, das ist ja so ganz grob auch wieder so ungefähr der gleiche Wert. Vorhin hatte ich ja im Prinzip die gleiche Situation. Das heißt, dass ich jetzt das Ganze auf Filz statt auf der Schreibtischunterlage mache, ändert eigentlich nichts an dem Ergebnis, dass offensichtlich die Fläche ja keine große, also keine Bedeutung spielt. Daher wäre jetzt die nächste Idee, mal so ein bisschen die Materialien zu variieren. Wir uns den kleinen Schlitten auf Filz an. Also Messung starten. Los geht's. Und dann tauschen wir wieder den Plastikschlitten gegen den Holzschlitten. Und los geht's. Wenn ich mir die Messwerte anschaue, so sehe ich, dass hier, das war das Plastik, hier war das Holz. Das Holz, der Holzschlitten benötigt offensichtlich eine wesentlich größere Kraft, um über das Filz gezogen zu werden, im Vergleich zu dem Plastik, wohlgemerkt bei gleichem Gewicht. Das sollten wir vielleicht nochmal untersuchen und das Ganze nochmal auf Karton probieren. In diesem Experiment gucken wir uns die Kombination Karton bzw. Plastikkarton an. So, tauschen wir wieder den Schlitten gegen den Holzschlitten aus. So. Und Runde 2. Bei diesen Messwerten fällt auf, dass im Vergleich zu dem vorherigen Durchgang einmal die Haftreibung offensichtlich ein bisschen größer ist. Aber vor allen Dingen, auch hier habe ich, wenn ich den Plastikschlitten und den Holzschlitten vergleiche, der Holzschlitten benötigt mehr Kraft, um über den Karton gezogen zu werden. Die Materialien verändert, wir haben die Größe der Schlitten verändert und jetzt ist es mal Zeit daran, das Gewicht zu verändern. Und ich stelle das gerade mal auf die Waage. Der Schlitten inklusive des Steines wiegt 118 Gramm. Und jetzt habe ich hier Gewichte. Jedes dieser Gewichte wiegt 46 Gramm. Natürlich mal zur Kontrolle, was von den anderen wiegen. 46 Gramm. Das heißt, ich kann jetzt in 46 Gramm Schritten das
Gewicht erhöhen und dann kann man gucken, wie sich das Ganze jetzt hier auf das Experiment auswirkt. Dazu starte ich die Messung und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn man mal von diesen Peaks hier absieht, sieht das eigentlich so ein bisschen wie eine Treppe aus. Das heißt, mit jedem Gewicht erhöht sich die Kraft, mit der der Schlitten gezogen werden muss, sozusagen, anscheinend um im Großen und Ganzen den gleichen Betrag. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Gewicht des Schlittens und der Reibung. Und dieser Zusammenhang hat hier, wenn ich mir die Werte hier so angucke, den Anschein, proportional zu sein. Um das Experiment auszuwerten, habe ich eine Tabelle angefertigt. Hier ist das Experiment, hier ist die Materialkombination, die Fläche in Quadratzentimeter, Gewicht in Gramm und Kraft in Millinewton. Bei dem ersten Experiment sehe ich, dass die Kraft am kleinsten war, allerdings auch das Gewicht. Das ist ein bisschen nicht so optimal, weil das Problem beim Experimentieren ist halt immer, wenn ich einen Zusammenhang herstellen will, darf ich immer nur eine Sache ändern und nicht zwei gleichzeitig. Aber trotz allem scheint das Ganze auf Rollen zu packen oder auf Baumstämme zu packen keine so schlechte Idee zu sein. Dann bei dem Schlitten, mal davon abgesehen, ob die Kufen überhaupt so ein großes Gewicht tragen können, ist aber sehr interessant das nächste Experiment, wo man sehr deutlich sehen kann, dass die Fläche anscheinend keine Rolle spielt. Das heißt, egal, ob ich jetzt das auf Kufen oder auf einer kleinen oder auf einer großen Platte habe, das scheint für die Gleitreibung keine Rolle zu spielen. Interessant wird es beim nächsten, beim Material. Und wenn ich mir das hier angucke, besonders hier hinten die Messwerte, dann kann man schon sehr deutlich sagen, das ist vom Material abhängig. Richtig interessant wird es hier in der letzten Zeile, wenn ich mir das Gewicht angucke. Gewicht ist offensichtlich ein Faktor. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, so sieht das sehr nach Proportionalität aus. Das heißt, meine Gleitreibung ist proportional zu der Kraft, mit der das Ganze sozusagen angedrückt wird. In meinem Fall war das die Gewichtskraft, aber ich schreibe jetzt absichtlich Normalkraft. Das hat einen sehr einfachen Grund, das möchte ich kurz demonstrieren. Wenn das mein Gegenstand ist, der bewegt werden soll, dann habe ich hier meine, nein, ich tue das mal in die Mitte, Normalkraft und hier meine Gleitreibungskraft. Ich schreibe das zur Sicherheit auch nochmal dran. Das war meine Normalkraft und das meine Gleitreibungskraft. So, und jetzt kann es ja sein, dass das nicht auf glatter Strecke läuft. Hier. Sondern berghoch oder bergrunter. Und dann ist es eben nicht die Gewichtskraft, sondern wirklich die Kraft, mit der es auf die Fläche gedrückt wird. Da muss man dann mit Kräfteparallelogramm und so weiter arbeiten, um dann diese Normalkraft herauszubekommen. Aber für die Reibung zählt halt die Kraft, mit der das auf die andere Oberfläche draufgedrückt wird. Und das ist das Entscheidende. So, proportional bringt mir noch nicht so viel, weil ich möchte ja eine Gleichung haben und die habe ich hier vorbereitet. Und diese Gleichung, die sagt mir, dass die Gleitreibungskraft gleich einem Faktor ist, einem Proportionalitätskonstanten. Diese Proportionalitätskonstante
ist abhängig vom Material. Also das hier ist die Proportionalitätskonstante. Und je nach Material, das haben wir ja hier festgestellt, habe ich hier eine andere. Dafür gibt es Tabellen, die kann man nachschlagen. Und das heißt jetzt, dass ich einmal hier die Materialabhängigkeit drin habe und hier einmal die Abhängigkeit von der Normalkraft. Das heißt, je größer die Normalkraft ist, umso größer ist hier auch die Gleitreibungskraft. Das heißt, jetzt habe ich hier meinen Zusammenhang herausgefunden und das ist jetzt die Formel, mit der ich rechnen kann. Das heißt, ich kann einmal gucken, dass ich natürlich irgendwie die Normalkraft reduziere. Gut, ist natürlich bei den vorgegebenen 9 Tonnen etwas schwierig. Und dann kann ich natürlich hier gucken, dass ich an der Gleitreibungszahl etwas mache, das heißt an der Materialkombination. Und das bestimmt mir dann letztendlich die Kraft, mit der ich selber oder was weiß ich, die Kelten kannten ja auch schon oder nutzen ja auch schon Pferde. Und vielleicht haben die dann entsprechend viele Pferde dann entsprechend daran ziehen lassen. So viel zu dem Thema Reibung. Für die Haftreibung ist das übrigens im Prinzip die gleiche Formel. Also im Prinzip die Haftreibung ist gleich dem Haftreibungskoeffizienten mal der Normalkraft. Nur mal der Vollständigkeit halber. Soweit, so gut.